Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zum neuen Video. Ja, wir sind mal wieder zu dritt unterwegs, das KSK-Kommando, ihr habt es ja letztens schon mal gesehen. Mit dabei wieder der Knüppelpaste und der Jungspund. Hi. Der gute Squee. Wir sind jetzt heute mal in Hans Showdown unterwegs, denn Hans Showdown feiert vierjähriges Jubiläum. Applaus, Happy Birthday. Wunderschön. Das ist ein Spiel, was auch so in die Hardcore-Shooter-Richtung so ein bisschen geht. Das ist PvE-VP, das heißt, man hat KI-Gegner auf der Map, man hat Spielergegner, also wirklich PvP-Gegner auf der Map. Man muss Ziele erledigen. Es gibt halt quasi Kopfgelder, die man jagt. Ja, mittlerweile gibt es über 3,5 Millionen Spieler auf der ganzen Welt. Es kommen stetig neue Updates. Zuletzt der gute Scrap Bake oder Beak, ich kann es nicht aussprechen. Einfach Scrappy. Der Scrappy, Digga. Das war der letzte Boss, der dazu gekommen ist. Da gab es sogar im Vorfeld ein richtig cooles Event. Da konnte man so Schrott sammeln und dann konnte man irgendwie das einsetzen, um dann mehr Münzen zu bekommen. Ziemlich cool. Und Desalle, die neue Map. Ich sag extra Desalle wie so ein richtiger Allmann. bevor ich mich hier verspreche. Das Spiel ist relativ leicht zum Einsteigen. Also man schnallt schnell, worum es geht. Es geht darum zu schießen. Das Spiel arbeitet auch richtig krass mit Sounds. Also man darf nicht zu laut über die Map laufen. Wenn man Meister werden will, muss man ein bisschen besser üben. Es gibt auch einen Elo-Wert. Es gibt eine MMR, wenn ihr jetzt hier mal bei mir seht. Ich habe aktuell eine KDA von 1,6. Ist jetzt nicht so krass. Ja, man muss das auch erstmal schaffen. Ja. Mein Level aktuell ist 98. Also ein bisschen was habe ich schon gespielt. Jetzt hier nicht nur einfach mal, Kalle macht wieder Werbung für ein Spiel, was er nicht kennt. Ein bisschen habe ich schon gezockt. Knüppel hat schon richtig reingebuttert, ne? Ja, so ein bisschen. Ja, so irgendwie 1000 Stunden oder so. Ja, mit so auf zwei Accounts verteilt. Und damit wir das hier ein bisschen ausgeglichen haben, haben wir uns noch Squee dazu geholt. Der kennt das Spiel nämlich gar nicht. Jedes KSK-Kommando jetzt rein in die Lobby. Es gibt auch tatsächlich immer mit jedem DLC gibt es natürlich neue Skins. Und sowas. Da hat hier der Jungspund schön präsentiert. Ne? Jungspund, sag mal. Hi, ich bin der Jungspund mit dem Hut. Ich muss auch sagen, also ich finde teilweise die Legendary Skins sind schon ganz cool. Alter, wie sieht der denn gut aus? Alter, der Geist, der von Teche, Junge, der sieht ja richtig geil aus. Ja. Der kann Geist, man sich, was für ein Moped? Der Geist von Teche steht hier. Okay. Oh, es gibt sogar gerade auf The Revenant, auf hier Leonardo. Gibt es hier 43%? Es gibt ja auch Perks. Ich habe hier schon ein paar Sachen freigeschalten. Das ist jetzt ein Jäger, der hat jetzt noch nicht überlebt. Wenn er mehrmals überlebt, dann bekomme ich hier diese Eigenschaftspunkte. Ja, und dann kann ich hier weitere Sachen freischalten. Da gibt es hier eine ganze Palette, ne, an richtig krassen Sachen. Aktuell habe ich Scharfschützenvisierung. Das kriege ich dann standardmäßig mit, wenn ich den Jäger rekrutiere, Digga. Oder Alligatorbeine, was sehr, sehr gut ist, weil ich im Wasser dann schneller laufen kann und weniger Lärm verursache. Flüsterschmied ist auch ganz cool, wenn ich durch mein Gear switche, hört man das auch nicht mehr so. Und jetzt geht die Runde los. Oh mein Gott, ich muss wieder auf die linke Seite. Die Namen der Perks sind auf jeden Fall Premium. Hast du jetzt ein Problem damit? Nee, finde ich super. Gehen. Wieso eigentlich immer auf mich? Ich habe das letztens schon gesagt. Jede Community brauchst du einen, auf den alle mal zeigen. Jeder. Der Hübscheste. Ja, sei gern der Hübscheste, aber ein Opfer bist du trotzdem. Oh, es geht los. Die erste Handrunde mit dem. Wofür steht KSK eigentlich sonst? Gibt es da irgendwie noch eine bessere Abkürzung? Also eine bessere Bedeutung als Kalle, Squee, Knüppel? Der Knüppel, Squee, Kalle. Ach so. Okay. Also wenn du auf Tab drückst, siehst du halt quasi zwei Zeichen. Und oben links werden dir die Bosse, die aktuell auf der Map sind, die wir eigentlich legen wollen, weil die Trophäen geben, die wollen wir erledigen. Kannst du mal ein paar überlassen hier bei uns? Mein Gott. So, was nämlich ganz gut ist, du nutzt am besten keine lauten Waffen, um hier diese ganzen Monster zu töten. Ach so, okay. Der ist zu schnell für mich, sorry. Gibt hier eine Ausdaueranzeige und so. Hier, guck mal, hier, Squee. Guck dir mal das Ding hier an. Ja. Drück doch mal F. So. Jo, hab ich. Jetzt siehst du oben links, haben wir für den einen Boss einen Hinweis gesammelt. Das ist übrigens der Schlechter. Ist ein relativ easy Boss tatsächlich. Aber wenn du jetzt E drückst, dann siehst du quasi, hast du so Wallhack-mäßig so ein bisschen. Und dann siehst du diese blauen Punkte da quasi. Und ja, da gehen wir jetzt hin. Das ist quasi unser Orientierungspunkt für den nächsten Hinweis. Wenn wir drei Hinweise haben, weil wenn du jetzt auf Tab drückst, siehst du, dass sich die Map so ein bisschen eingegrenzt hat. Wir finden dann quasi den Ort, wo sich der Boss versteckt. So, und die Raben hier, die machen Lärm. Okay, Raben, Lärm, Blöse. Okay. Man hört hier Dinge auch sehr, sehr weit, würde ich sagen. Gehen wir weiter. Okay, und je mehr Glühwürmchen ich sehe, desto näher ist der Hinweis, ja? Umso größer es wird quasi, ja. Die Hunde sind... Die sind nicht gut. Ist schon ein bisschen brutal. Ja, das sind Hunde. Ach, das Problem ist jetzt, ne? dass die... Hey.
Du bist ja ein richtiger. Du bist ja echt wirklich. Du hast ja gar keine Ahnung. Das sind Zombiehunde. Das sind Zombiehunde. Es wissen jetzt alle auf der Map, wo wir sind. Das ist richtig. Sehr viel Lärm gemacht haben. Aber ich meine, wir können auch einfach damit spielen. Komm, lass mich vorbei, ich hab einen Hammer. Ja. Hau den weg, den Nicolas Cage. Super, nochmal. Ja. Oh, schöne Sache. Oh. Es gibt übrigens Friendly Fire, mein Freund. Das tut mir wirklich leid. Ich glaube, hier ist ein Boss drin, in dem Laden. Welcher Boss ist denn hier? Ach, hier ist der Boss. Ja, ja. Die sind sogar da schon, ne? So, da kommt immer hier die Leiter hoch. Das Ding ist halt, wenn wir den jetzt töten, wissen das auch alle auf der Map. Komm mal, das ist richtig. Wir können das natürlich auch leise machen mit, aber die wissen eh, wo wir sind. Ich hab den Mahfbomb, ja, die wissen das eh. Knüppel hat mehr Erfahrung, ne? Ich möchte bei Knüppel bleiben. Wow. Ja, ich schmeiß das Ding an den Kopf. Wenn er ihm das direkt ins Gesicht wirft, dann hat er wirklich nur noch so 25 AP oder so. Ich hab ihn verfehlt. Oh mein Gott, das war's komplett. Mach die Tür auf. Gut. Oh mein Gott, ich bin versehentlich runtergefallen. Hi! Behalt die Umgebung immer, olige Männer. Oh, cool. Er hat alles daneben geschossen gerade. Ja, ich komme, ich regel das Ding. Vorsicht. Ist zum Glück nicht so schnell. Wo ist er? Ich bin hier über euch in der Luke. Okay, ich komm runter. Oh, was ist hinter mir, die Sau? Wie riesig ist der denn? Ich hab halt noch eine Splittergranate. Man kann ihn übrigens auch den Kopf wegschießen. Aui, ich brenne. Oh mein Gott, der kommt hier durch. Komm doch nicht zu mir. Alter, ich auch. Was mach ich, wenn ich brenne? F gedrückt halten, dann kannst du das Feuer löschen quasi. Das ist auch irgendwie der längste Butcherfight, den ich in meinem Leben hatte. Okay, ich versuch mal jetzt einen coolen Move mit der Axt. Ich geh rein. Voll aufgeladen in sein Gesicht rein. Oh mein Gott. Vor Munition. Da geht's mir schon los. Ich hab kein Leben mehr. Ich bin so. Mein Leben ist verbrannt. Wenn diese Balken sich komplett ausbrennen, regenerieren die sich nicht. Und diese verbrannte Zone, die regeneriert sich auch mit der Zeit. Aber wenn der ganze Balken weg ist, ist er weg. Genau, dann müssen wir jetzt halt den Boss dafür töten, dann hast du alle Balken wieder. Warte, gib ihn mit der Axt. Ich hab ihn getötet. Ich hätte ihn mal aber mit der Axt gegeben fürs Protokoll. Schneiden wir raus. Ich hab alles alleine gemacht. Kannst du jetzt da draufdrücken? Ich? Ja, und dann wird er quasi. Verbannt. Und der droppt jetzt gleich zwei Trophäen. Jetzt wissen alle, wenn du jetzt E drückst, der leuchtet richtig krass. Jetzt wissen alle auf der Map, dass wir den erstens getötet haben. Das wird jetzt bei allen angezeigt. Es wird auch so ein riesiger Tornado quasi von diesem blauen Feuer quasi angezeigt. In diesem E-Modus, ne? In diesem Wallhack-Modus. Wie ist denn jetzt der Plan? Wir warten jetzt, bis er verbannt ist. Der Boss quasi, genau. Und der droppt zwei Trophäen, die nehmen wir dann mit. Und dann gehen wir noch zum anderen Boss. Ich hab mich in so einer Herztoilette versteckt. Herztoilette. Du bist halt wirklich der Jungspund, ey. So, jetzt kannst du wieder so ein Ding rausnehmen. Dann sieht man dich allerdings auf der kompletten Map immer, solange du das Ding trägst. Dann nehme ich den anderen und dann los geht's. Du drückst einmal kurz E und drehst dich um. Genau. Und wenn irgendwas rot leuchtet, ist ein Spieler in der Nähe. Aber du hast nur 5 Sekunden Zeit, nicht genau, so lange. Achso. Ja. Cool, danke. Wahrscheinlich nichts da, oder? Gehen wir zunächst, gehen wir weiter zum nächsten Boss. Ich habe ehrlich gesagt nicht richtig geguckt. Gut, ich glaube, wir müssen die Hinweise suchen. Ja, genau, ich mach das. Genau. Jetzt bloß nicht mehr drücken, um Hinweise zu suchen, Scooby, weil sonst verbrauchst du logischerweise auch Zeit. Ich drücke nichts mehr. Okay, nach Nordosten. Nordosten. Wir müssen nach Salter's Borg. Zum gesalzenen Schwein. Das könnte auch so ein Bistro, also so eine Bar sein aus Herr der Ringe. Ach, da ist der Boss, wa? Yeah. Meuchler. Oh, ich hab wieder Munition. Oh, cool. Endlich wieder schießen. Schießen. Scooby, den machst du am besten. Den machst du alleine. Bin drin. Scooby. Was mach ich? Den machst du alleine. Was ist, Alter? Hier ist so ein... Ah, hier ist so ein komischer... Ey, Mann, du hast das Fenster zugemacht. Das ist einfach überhaupt nicht witzig. Was war denn das hier gerade für Fliegen? Das ist der Boss. Das ist quasi der Assassin. Geh mal rein da, wirklich. Der spawnt, der baut sich vor dir auf und dann kannst du den einen auf die Fresse hauen. Ich muss es hier wieder regeln, weißt du? Ich hab daneben geschlagen. Na, der baut sich einmal so komplett... Jetzt zum Beispiel, jetzt kannst du den... Hau ihn um! Hau ihn um! Och, jetzt hat er mich erwischt. Boah, Kakerlakis! Jetzt lass die Tür auf. Das hab ich gesehen. Jetzt mach ihn nach. Boah, ich hab ihm richtig gegeben. Hab ihn! Klasse. Ja, und jetzt wieder schön verbannen hier, ne? So, der verbrennt jetzt hier. Weiche von uns, du Schakal! Super. So, jetzt schnappt sich jemand eine Trophäe und dann gehen wir zum Ausgang. Ja, wir müssen komplett nach Nordwesten einfach, würde ich sagen. Ach, das sind diese drei Schwerter, ne? Genau, das sind diese Pfeile, die du Schwerter nennst. Mir wird hier unten links so ein Lungensymbol angezeigt. Das heißt, dass du quasi laut atmest, weil es gibt keine Ausdauer für Sprinten. Also gibt es schon, aber du fängst dann so an zu machen. Wie nochmal? Oh, Gegner in der Mitte. Au, wurde beschossen. Warte! Oh, das ist gut. Nein, lauf!
tot. Ohne Scheiß, ne? Das war aber gut geworfen, muss ich sagen. Also. Sind wir alle in der Extraction drin? Ja, 10 Sekunden, Kalle, 10 Sekunden. Ja, ich schaff's auch ohne euch. Also, das ist nicht. Cool, wir haben es geschafft, Freunde! Was voll super! Level 4. 5. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Boah, also, da kommen schon einige zusammen hier. Level 99 sind wir geworden. Fast 100. Also im Endeffekt geht es darum, dein Overall zu upgraden und nicht deine Hunter an sich. Yes, auch. Okay. Beides. Gut, kann jetzt haben wir mal hier das Squeeze so eingetestet. Wenn man jetzt mal in Squeeze Gesicht guckt, dann sieht man, der ist mitgenommen. Ein bisschen an Otto geworden. Dann würde ich sagen, starten wir mal die nächste Runde. Ihr lauft am Bounty vorbei, warum tut ihr das? Man kann übrigens beim Bounty auch sehen, ob das schon mal jemand genommen hat. Yes. Zum Beispiel jetzt ist das so ein bisschen ausgelutscht. Vorher waren da noch so Härchen drauf, so Schimmelhärchen. Ab nach Osten. Ah, guck mal, der Butcher wurde schon gemacht. Okay, das ging ganz super schnell. Also ich glaube, hier war noch keiner, weil da oben noch Vögel drauf sind. Der Boss ist hier drin. Der Boss ist direkt hier, wo wir sind. Ah, nice. Hättest du eigentlich auch denken können mit den Raben hier. Achso, das ist ein Indiz oder was? Ja. Der macht übrigens, wenn er im Rage-Modus ist, extrem viel Damage. Der kann dich quasi mit dem Schrott auch beschießen, Skull. Der stellt immer so Schrottfallen und versperrt dir dann den Weg und so. Oh, hier ist er! Oh Gott! Mhm. Hat eine Haftbombe dran. Alter, wie sieht die Erde aus? Außerhalb kommen Gegner, Leute. Ja, hier sind tatsächlich Gegner auf dem Feld. Richtung Süden. Alter, hier ist so viel Lärm gerade. Halle! Nein, nein. Ich habe ein Riesenproblem gerade. Nicht nur du. Ich bin hier direkt vor den Gegnern. Hä? Da im Turm ist einer. Ich bin auf dem Dach. Vielleicht kann ich dich snipen. Ich bin erstmal safe. Ich laufe jetzt erstmal hinten raus. Ja, ich bin ihr seht mich ja, ne? Ich muss mich ganz kurz heilen. Ich hatte hier so Stress gerade. Sorry. Okay, also du hast Strap Break angedrückt? Oder war das der Gegner? Ich habe nichts gemacht. Ja, irgendwer hat Strappy hier. Okay, dann sind sie drin. Wir sind schon drin. Im Gebäude. Ja, einfach nur im Töten halt. Ja, ich bin hier draußen. Ja, weiß ich. Ja, was mach ich denn jetzt? Ich stehe, glaube ich, scheiß hier, ne? Ich guck mal, dass ich von außerhalb vielleicht einen weghole. Ich mach halt hier Überlärm. Ja, das ist doch gut. Dann lenkst du ja ab. Ist doch gut. Die laufen und machen Metallsteps quasi. Ja. Oben. Ja, einer ist da oben auf dem Dach. Der kommt jetzt oben reingelaufen, nur auf der anderen Seite von dir. Sorry. Ich glaube, der ist am Fenster hier jetzt. Ja. Ich bewege mich nicht mehr. Hätte ich halt eine Pumpgun, wäre ich drin geblieben. Was ist denn passiert so schnell? Ja, ich wurde beschossen. Von drin. Ich muss jetzt leider gegen Mikulas kämpfen. Okay. Oh, ich werde beschossen. Ja, ich bin Josh. Ja, hier war noch einer. Außerhalb, oder was? Ja, außerhalb. Kann ich Kalle aufheben? Ja, ja, aber klar, da ist halt noch ein Gegner. Die fighten hier. Ja, das ist ein anderes Team. Zweites Team. Nur wenn ich ihn abfackeln würde. Er kommt raus hier. Ja. Nee, du bist halt mega offen da. Am besten gehst du von dem Dach irgendwie runter. Da siehst du einen. Vor dir ist einer. Das war der Killer von mir. Ich hab keine gute Waffe für Entfernung, ja. Einer hat einen Hit. Dort bin ich schlecht. Cool, einer kommt hinter dir direkt. Da wo jetzt das Ding explodiert, da ist was. Kannst du nicht wollen. Die werden gleich den Bounty aufheben, Leute. Dann geh ich mal ein Stück weiter. Sicht benutzen, ne? Weißt du? Die sehen dich jetzt direkt, Scooey. Die wissen genau jetzt, wo du bist. Die werden wirklich von der anderen Seite noch beschossen. Ich gucke jetzt, dass ich halt an Kalle ankomme. Was ist spannend? Ehrenknüppel. Einen höre ich noch drin. Aim-technisch ist das echt schwer, ne? Bleib mal schnell nach. Da liegt eine Erstickungsbombe. Ja, die habe ich da hingelegt, weil falls er da rumzieht. Einer ist hier. Einer ist hier. Auf der Markierung. Der läuft gerade. Kann ich nicht raus. Wo läuft der hin? Ich weiß nicht. Der ist direkt an der Kante, wo du vorhin gedroppt bist. Ich schleife mich da mal an. Ja. Na gut, der sieht dich halt, ne? Ja, auf mich geschossen. Scheiße. Ich bin schon wieder down. Ich bin auch tot. Hab ich gesehen. Leider nur zu spät. Boah, schön. Lebt noch. Nee, ist tot. Ja, ist umgefallen. Ich darf eigentlich nicht mehr leben, das ist so frech. Er kommt hier jetzt close. Er kommt da gleich aus dem gleichen Eingang raus, wo der andere rausgegangen ist. Deswegen gehe ich gerade einen kleineren Bogen nochmal. Direkt an der Hauskante. Mhm. Der läuft nach links. Okay. Kannst du wissen? Da laufe ich jetzt ein bisschen weiter. Der ist an der Mauer. Genau vor mir. Ich laufe jetzt gerade einmal kurz rum. Ich bin wieder getroffen. Ja. Bleib erstmal im Cover. Bleib erstmal im Cover. Ja, ich komm kann nicht Seite. So gut gecovert sein hier. Leider, ich bin durchs Holz getroffen. Ich bin am Holz am Boden. Bin gesund. Oh mein Gott. Oh shit. Oh,
bin verblutet. Ich bin voll daneben geschossen hier. Die Abrechnung kann ich auch spielen. Aber die Sparks ist auch eine Single-Shot, ne? Mit ja, aber die ich finde die geil. Ich mag das. Aber man hat nochmal ein bisschen Skill für. Gut. Das war's dann jetzt auch für heute. Gut, danke fürs Video. Aber ich habe jetzt hier ein neues Messer bekommen. Hier, Verbana, Alter. Verbena, wer bin ich denn? Alter, wie ich aussehe, Junge. Aber einen guten Buddy habe ich. Ja, so wie meiner ungefähr, wenn ich träume. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir hier ins Chalet rein von Lighthouse vor uns. Ne? Spinne only. Ja, ist das ja. Jetzt eine kleinere Map, oder was? Nee, die ist auch eine große Map. Aber du kannst halt auch einen Single Bounty haben und dann... Oh, no. Nicolas Cage. Ich verprügel ihn. Ah, ich hasse den Geist, Alter. So, wo müssen wir hin? Ja, jemand hat eine Bombe gezündet. Hab ich gehört, ja. Die Sounds in dem Spiel sind halt schon nicht schlecht, ey. Vorsicht, hier können überall Leute sein, Screen, ne? Ja, ich geh rein. Es kann sein, dass die Spinne schon bekämpft wird. Ich hab geschossen, sorry. Panik. Da ist so eine Trulle auch. Ich zieh jetzt durch. Ich hab ihn jetzt mal angeschossen. Ich bin raus. Aua! Ja, ich muss jetzt wieder zurückgehen, weil ich mich heilen muss. Aber die Map ist aber auch schick, muss ich sagen. Guck mal, ja, die ist wirklich hübsch, ja. Oh, hier ist ja richtig Action, oder was? Hier ist viel blau. Hier sind halt zwei Hinweise, ne? Genau, sind zwei Hinweise. Gehen wir schnell an die Bounty hier ran, also an den Clou. So, wir wissen jetzt gleich genau, wo der Boss ist. Und zwar genau da, wo rumgeschossen wird. Da müssen wir hin. So, ich kann jetzt direkt schon vor uns in den nächsten Büschen sein. Das können jetzt... Oh nein, diesen Doggos. Mehr Doggo. Okay, hab ich. Das ist in dieser Industriehalle, oder was? Genau. Da können die auch schon raussnipen, musst du vorsichtig sein. Ja. Mein Gott, ist das spannend. Oder die machen den Boss silent, ne? Mit Äxten und Hämmern. Ich höre die jetzt auf jeden Fall drin rumlaufen. Hunde? Ich habe Hunde gehört. Ja, das ist immer noch das Haus, glaube ich. Oh, vor mir, direkt vor mir. Okay. Da markiert. Ja. Ja. Ja, er ist oben. Den da oben ist er drin. Er war gerade stehen geblieben, ich hätte ihn gerade... Ja, ich wollte auch gerade durchziehen. Ich glaube, er hat Kalle gesehen, oder? Möglich, hätte ich auf jeden Fall gehört. Er hat runtergeguckt direkt zu dir. Er läuft oben. Wo ist oben? Ah, jo. Ja, warte, er kommt zurück. Ich hab daneben geschossen. Ey, die Pistole ist ja mal richtig garbage. Ich weiß nicht, wo die Waffe hinschießt, ne? Aber nicht dahin, wo ich rot. Ich versuche die gerade zu leise zu umrunden. Ihr könnt ein bisschen Lärm machen. Ich hab voll aufs Maul gekriegt. Bist du tot, oder? Nee. So, ich versuch's nochmal. Ist tot? Ja, ich höre hier Steps. Ja. Mich könntest du auch holen. Ja, der ist in der Skybridge. Hast du? Hab ihn. Du hast die andere. Jo. Muss mich heilen. Noch einer, Step vor uns. Hui, geht's dir gut? Ja, alles cool. Ich bin rechts von euch unten. Ich schmeiß einmal kurz eine Granate tut, falls sie um die Ecke sitzt. Er ist fast tot. Push rein links. Links rein pushen. Fast tot. Nur noch einen Hit braucht er mit einer normalen Pistole. Der hat einen Pumpgun-Hit abgekriegt. Ich versuch zu flanken. Der hat einen Crossbow. Die tut weh, wenn er dich trifft. Du bist instant tot. Ja, ich bin tot. Okay, warte, ich höre ihn. Oh, mit dem Crossbow sitzt da einer. Der ist alleine, ja? Ja, ist alleine. Ja. Lauf einfach weiter. Du blutest. F. Jetzt nicht. Ja, jetzt nicht ist halt. Der hat seine Teammates geholt. Du musst mich jetzt holen oder gar nicht? Okay, das war's. Okay, ja. Halt dich mal komplett, Scooby, mit dem Medkit. Mit dem Medkit. Ein Hit dabei. Komm. Einen hast du, Scooby hat einen. Skull heilt sich halt die ganze Zeit nicht, dann macht mich nicht. Ja, Digga, was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht jeden. Ja, ich hab nur noch einen Medkit, warte, ich heil mich jetzt. Nee, außen, oder? Außen läuft einer, hat einen Hit. Zack. Okay, war nur eine Flasche. Bin blind. Raus. Ein Hit. Ich bin down. Hab einen. Ist da noch einer? Weiß ich nicht. Im Gebäude ist noch einer. Ich muss eben heilen. Hab den anderen? Waren das alle? Ich hab nichts mehr zu heilen. Ich glaube schon. Ach, man kann sich gegenseitig heilen? Ja. Da liegt der Bounty, sammelt den mal auf. So, einer ist ganz. Ja, zwei sind es. Die sind schon nah dran. Der kommt jetzt hier, da wo wir reingegangen sind. Ja. Hat einen Hit. Ist tot. Hast ihn. Noch einer direkt dahinter. Ja, ich weiß. Ich push mit. Unten. Hat einen Hit. Ich bin down. Hab ihn. Keine Aufladung mehr, aber ich kann mir eine holen. Ich auch nicht. Ich hol mir eine. Ich glaube, wir haben alles. Holy shit, Mann. Alter, aber die haben wir. Holy shit. Hab's genommen, ey. Holy shit, ey. Wahnsinn. So, ich hab keine Sekunden mehr über. Nee, ich hab noch zwei. Ich hab schon mal geguckt gerade. Jetzt sieht das ganz gut aus. Die Map ist echt schick geworden, ey. Die ist wirklich hübsch, ja. Ich weiß gar nicht, warte mal. Ich glaube, hier vorne ist sogar. Ist das nicht hier vorne? Das ist der. Ja, guck mal. Hier, guck mal. Hier ist. Shrex ist sogar da. Und guck mal, da ist sogar der kleine Esel. Ehrlich jetzt, oder? Der Esel liegt auch da. Ich weiß nicht, wie der Name von dem Esel ist. Aber das ist Shrex Hütte im Sumpf. Ja. Da ist der Esel. Und da ist Shrek selber. Also der Esel ist tot. Der Esel heißt doch, glaube ich, einfach nur Esel, oder? Ja. Stirb, Shrek!
Ich hab den Film nie gemacht. Ey, die Filme sind voll cool. Ja gut, dann lass uns rausgehen. Ja, war super spannend tatsächlich, war richtig geil. Ja, ich find's krass, dass es das Spiel gar nicht in schwer gibt für uns. So, jetzt nehmen wir nochmal die XP mit hier. War einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. So. Gut, jetzt überspringen wir mal hier. 8 Jäger getötet. Holy shit. Also als Team, ne? Da müsst ihr wissen, ne? Nur ich oder was? Ja. Genau. Ja, Leute, das war das heutige Hand-Showdown-Video. Vielen Dank auf jeden Fall nochmal, dass ich euch das Spiel hier präsentieren durfte. Danke auch an Scooby und Knüppel, dass sie mitgemacht haben. Wenn ihr Bock auf das Game habt, schaut mal in die Videobeschreibung. Da findet ihr das, den Link zum Spiel und auch natürlich zu Knüppel und Scooby, die ja sehr viel auf Twitch streamen aktuell und da fast täglich live sind. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Like da und schreibt in die Comments bei denen im Stream, wie ihr das Video fandet. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Mal. Danke an euch beide. Tschüssi mit Ö oder so oder was auch immer, ne? Tschüss. Tschüssi Neski.